So, liebe YouTube-Gemeinde, ich habe heute seit, zwischen heute wären es 10 Tage, habe ich ja das HTC One S. Es war die einzige Möglichkeit, was ich mir erlauben konnte, was größtenteils auch meine Anforderungen für, also meine Anforderungen erfüllt hat. Kamera, also eine große, möglichst HD-Videoaufnahme und ein großes Display, hat sie alles. Aber ich musste eben auch dafür ein paar Nachteile akzeptieren. Das erste ist, das Gerät wurde angepriesen mit 16 GB Speicher. Effektiv sind es nur 9,93 GB. Für Multimedia-Daten, die verfügbar sind. Wovon sogar ein Teil mit Bloat war, gefüllt war. Wobei die meisten Apps landen ja wieder auf dem externen Speicher. Das ist ein Zusatzspeicher, der auch 2,34 GB hat. Auf den aber auch, glaube ich, das Betriebssystem installiert ist. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Naja, effektiv für Multimedia-Daten, Videoaufnahme und bla. Alles, was man mit dem Handy macht und abspeichert, steht eben nur 9,93 GB zur Verfügung. Immerhin etwas. Nachher ist, das Handy nimmt ja Videos auf von uralter Autos mit 176 x 144 Pixel. Das sind dann so ein halbes Dutzend Stunden Videomaterial, was dann auf den internen Speicher passt. Wenn man dann aber meint, ich will effektiv hochwertige Videos aufnehmen, wie ich es gerade mache, 1080p, naja, wenn der Speicher komplett leer ist, was er bei mir ja nicht ist, kann man so 3 Stunden, 3,5 Stunden, glaube ich, aufnehmen. Setzt man aber schon eine Qualitätsstufe tiefer auf 720p, kommt man schon so bei 5 Stunden hin. Wenn ich jetzt auch mal zeige, ja, das ist jetzt hier kein Leihgerät, wo habe ich jetzt die Flasche? Aber diese LED ist hell. Ich habe sie da. Ich habe sie einfach hingetan. Da. So. Wie man sieht. Jetzt gekauft. Und 150 Euro werden da heute abgebucht auf meinem Konto, von meinem Konto. Weil die 10 Tage Testzeiten drum. Ja, und eigentlich bin ich auch relativ zufrieden. Naja. Ich glaube, ich war auch einer der glücklichen. Ja, hier steht ja auch, HTC One S neue Version. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das habe ich jetzt die, den S3 oder den S4 drin habe als CPU. Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, bei mir ist es ein S4. Ich hoffe es zumindest. Auf jeden Fall ist es ein ARM V7. Nicht so wie mein alten HTC Wildfire, war es noch ein ARM 6. Naja, auf dem Handy läuft eigentlich auch alles einwandfrei. Ich muss eben aber Abstriche machen. Ich musste nämlich das Handy routen und ein Custom ROM aufspielen. Denn diese Bloatware und alles, was da standardmäßig drauf war. Oh mein Gott, das war mir also viel. Und dann hatte dieser scheiß ROM auch noch einen verfickten Bug, die drauf war, was mich einfach störte, was ich aber dann mit dem Neuaufspielen des Custom ROMs, das ist, glaube ich, wie heißt das, ich habe es vergessen, Moment, das gehe ich jetzt mal kurz nachgucken, ich bin ja nicht auf dem Weg, ich jetzt gerade alles improvisiert, die Halterung ist nur provisorisch hier gerade, der Handy liegt nicht gleichzeitig auf meinem Laptop, also Antwort Hilfe, da habe ich es nicht aufstellen, oh, diese LED. So, wollte nicht ablenken lassen, konzentrieren. So, da in das Verzeichnis. Trickdroid, Version 4.3 habe ich drauf, 4.4 habe ich drauf. Es macht schon einiges her. Aber leider laufen auch einige meiner Spiele nicht.
Ich sag mal so, ich konnte ja bis vor einer Weile auf dem kleinen Wi-Fi habe ich's mal probiert. The Robot Unicorn Attack zu zocken. Ging. Man musste aber extremste Reflexe haben und es hat gerockelt wie verrückt. Danke, E-Mail. Aber auf dem Gerät hier läuft's gar nicht erst. Genauso wie ich versucht habe, die Demo von Minecraft drauf zu spielen. Das, was die Play-Version, die eigentlich auf allgemein allen Android-Versionen laufen soll, leider läuft auch diese nicht unter Android 4. Naja, aber immerhin, das Gerät ist schnell. Was ich bis jetzt nicht gemacht habe, ist mir ein Custom-Kanal aufzuspielen, da ich das Gerät auch noch übertakte. Das mache ich nicht, denn der Akku geht jetzt auch so schon schnell genug leer. Denn ich sag mal so, das ist nämlich wie einer der Nachteile von diesem HTC One S. Es hat einen eingebauten festen Akku. Nicht toll. Aber nicht schlimm. Man kann es überleben. Dann noch ein Nachteil. Das Ding hat zwar eine 8-Megapixel-Kamera und macht auch gute Videos. Auch der Zoom-Modus, man so, ist in Ordnung. Bisschen das an rein rauszoomen, was er ja automatisch macht, scharf stehen eben, funktioniert relativ gut. Bei keinen zu schnellen Bewegungen, wie man es in einem Vorvideo von mir gesehen hat, wenn eben das Objektiv sich nicht schnell bewegt, steht da schön scharf. Wenn es sich so langsam bewegt, wie ich es so tue, in Ordnung. Es wird immer schön scharf gestellt. Bei so hektischen Dingen, wenn ich so mache, kriegt das Ding schon Probleme. Oder wenn man das Handy als Kamera nutzt, dann sollte man wirklich das Autozoom abschalten, weil ich noch nicht getestet habe, ob es funktioniert. Weil dann wird das eher eine Ran- und Rauszoom-Party, wie man es auf dem Vorvideo gesehen hat. Ja, dieses Video, was glaube ich über eine halbe Stunde ging. Ja, nicht halbe Stunde, so 23 Minuten oder so, circa. Da hat man es ja extrem gesehen, dieses Ran- und Rauszoomen, scharf stellen, unscharf stellen. Aber es ist in Ordnung, es reicht aus. Den Härtetest wird es aber jetzt erst in Kürze haben, nämlich dann, wenn ich in den Urlaub fahre. Weil, andere klimatische Bedingungen als hier. Ich werde selten eine Steckdose zur Verfügung haben. Okay, nicht wirklich seltener. Weil der Vorteil gegenüber Deutschen ist dort, du kannst dich eigentlich überall ransetzen und an eine Steckdose gehen. Das ist geistig. Ich sage nur ein Beispiel, was ich sowieso im Urlaub bei dem mag. Geh hier mal ins Restaurant und versuche dich da mit dem Laptop anzustecken. Wir machen den hier. Du hast einen Vogel. Da unten. Stürzt dich. Du setzt dich da dahin und hast kriegst Internet, kriegst Strom. Und wenn mal eben keine Steckdose ist, legst du ein bisschen Geld drauf. Dann legen sie in deine Stromleitung bis an deinen Tisch ran. Weil da sage ich mir wirklich noch, der Kunde ist König. Und anderen auch das GPS wird getestet. Und zwar unter Höchstleistungen. Wobei, das habe ich jetzt schon getestet. Also, das ist schon gestern getestet. Funktioniert einwandfrei. Genauigkeit 2-3 Meter. Beim HTC Vive waren es so im Schnitt 4 bis 6 Meter. Bei den also H1S habe ich jetzt so im Schnitt 3 Meter Genauigkeit. Wow. Und auch die Reaktionszeit vom GPS. Wow. Einfach geil. Dann die Gesprächsqualität. Voll in Ordnung. Das Einzige, was miserabel ist. Nur eine Sache.
dieses Headset. Das ist eine Katastrophe. Ich sag mal so, Teamspeak-Qualität, Sprachqualität über das eingebaute Mikrofon hier. Nee, nicht das. Da ist das Mikrofon. Es ist mehr ein Rauschen. Ein Pfeifen. Es klingt einfach scheiße. Dann diese Ohrdinger. Ich weiß nicht, ich kann scheiß Ohren halten, aber die Dinger fallen mir ständig raus. Also ich steck die rein. Okay. Ich brauche nicht mal wirklich am Kabel ziehen, es fällt raus. Die sind einfach nicht fest im Ohr. Deswegen ich eigentlich meine Mods-Kopfhörer habe. Und da kommt wieder die geile Technik, die hat sie wollen erst zum Einsatz. Nämlich Beats Audio. Oh, ich danke Beats Audio für diesen geilen Klang bei moderner Musik. Oh, einfach geil. Also auf dem hier sind sie ja nicht zu genießen, weil die haben keine wirkliche Musikqualität. Okay, das Einzige, was an dem her geil ist, man legt zusammen. Das war es jetzt eigentlich der Teilschaden für einen Normal-Headset. Da kann sich dann zwei Stück dran setzen, dass er ja, Fehlanzeige. Schlüssel einmal ist aufgehört. Warum? Flachbandkabel. Geil. Okay. Kabel habe ich mit dem Kabel hier auch nicht. Zu steif. Was aber hier bei dem Gerät enttäuscht, ist dieser Lautsprecher. Für Telefonie, Sprache, also als Freisprecheinrichtung in Ordnung. Für Musik so. Zu leise. Also damit kannst du wirklich nur einen kleinen Raum beschallen, wenn da keine Nebengeräusche sind. Also da war mein HTC Whitefire lauter. Definitiv lauter. Er hat aber auch nicht den so schönen Klang. Aber es war auf jeden Fall lauter als das HTC One S. Was mich noch ungeduldig macht, ist, wie es mich noch fragt, wann kommt das 4.04 Update? Offiziell ist ja immer noch 4.03 auf dem Gerät. Und wird auch, oder vielleicht kommt auch, hoffentlich kommt auch für das Gerät auch Jelly Beans, also 4.1. Okay. Nicht spricht dagegen, dass es nicht kommt. Weil das Gerät ist ja neu. Wobei ich werde sagen, bei mir kommt sie eh wie Custom ROM drauf, weil es hat sie erst geholt ist. Wobei ich warte noch auf die ROM, wo wirklich schnell ist, alles funktioniert und dieses HTC Sense rausgeworfen wird. HTC Sense hin oder her. Es sieht schick aus, es macht einiges her. Aber ich bin nicht mit glücklich geworden. Ich hab's runtergeschmissen und hab mir, wie heißt der Launcher drauf gespielt? Nicht Go Launcher. Warte, das muss ich auch wieder nachgucken. Auf jeden Fall sieht der für mich schöner aus. Macht deutlich mehr her. Und ich habe sowieso alles auf ein Fenster reduziert, weil mehr Fenster brauche ich nicht. Hallo, meine Sprachsteuerung, was auch wieder ein geiles Teil an dem Gerät ist. Lange die Sprachumstellung ist, dann geht die Sprachsteuerung an und dann kannst du dem Gerät deinen ganzen Text diktieren. Aber ich vermisse eine Sache. Leute, wenn ihr einen Dialekt sprecht, vergesst es. Es artet zu einer Katastrophe aus. Diese Texte werden sowas von. Aber okay, das stört mich weniger, weil das Ding hat ein großes Display. Die Tastatur. Ich habe ein bisschen Übung gebraucht, aber
Ich kann mit zwei mit meinen beiden Daumen kann ich einfach frei tippen. Und schnell. Also für mich reicht's aus. So, jetzt noch was zu der App-Wäsche habe ich jetzt installiert, das habe ich nicht. Apex, genau. Das Apex, den Apex Launch habe ich installiert. Läuft einwandfrei und ist schnell. Was ich da unten geil finde, unten die Leiste, wo auch das Startset ist, kann ich zur Seite und dann kann ich nochmal extra Tabs reinwerfen. So spare ich mir die Icons auf dem Display. Momentan, ich habe ja nur ein Display jetzt aktiv. Was habe ich drauf? Winamp. Und den Schnelllauncher bzw. Schnellsprachstundenstarter für iWeg. Die ich bei mir umgenannt habe im Derby Hufus. Ja, weil Le Pony erhielt. Und auch eingerichtet, dass er mich mit meinem Namen anspricht. Ja, schön. Und eigentlich lässt sich auch alles damit starten. Läuft einwandfrei. Nur hat sind ab und an irgendwie die Server down. Ist eigentlich schlimm, meistens sind sie online. Ich habe nur heute, gestern mal das Problem gehabt, dass die Server wieder nicht online waren. Obwohl in der Verbindung da war, keine Verbindung zum Server. Kein Problem, ich hab's überlebt. Dann hat das Gerät noch ein Problem. Wenn ihr die SIM-Karte wechselt, seid sicher, dass ihr die Kappe hinten, die Abdeckung, wirklich fest drauf drückt, weil sonst werdet ihr keinen WLAN haben. Ich habe heute ja ein Handy von mir, damit ich es für Urlaub vorbereiten kann, die SIM-Karte zugeschnitten. Ja, SIM-Karte zugeschnitten, per Hand. Ich habe dafür den Adapter benutzt, den 1&1 herbeigelegt hat, um die SIM-Karte mit einem Messer zuzuschneiden. Sie funktioniert. Ich habe alles richtig gemacht. Ausnahmsweise. Mit dem Adapter wird es auch in mein alten Handy eingelesen und der kann. So funktioniert. Das wieder rein. Zack. Batterie wieder mit Abwägung rein. Ja. Ein altes Motorola C118, wenn ich mich richtig erinnere. Mal 2. Meine Notfallhandys. Im Urlaub. Weil das Wildfire habe ich ja verschenkt. Ja, ich bin so ein liebes Herz. Ich tue meine Geräte verschenken. Und das, obwohl ich selbst kein Geld habe. Oh, er hat sich verdient, dass er nochmal ein neues und ordentliches Handy hat. Endlich wird, dann wird er endlich mal diesen Apple-Schrott los. Ich sag mal so, ich musste vorgestern mit seinem iPhone telefonieren. Warum? Ich habe vergessen, dass ich ja da oben, wo er ist, kriege ich ja kein wirkliches Signal rein. Und ich habe das Handy auf WDCMA umgestellt. Das heißt nur 3G und HSDPA-Netz werden ausgewählt. Da unten kriegt man aber im Schnitt nur Edge rein. Mit Glück kriegt man an manchen Stellen kriegt man auch mal 3G rein, aber in sehr, sehr, sehr seltenen glücklichen Fällen kriegt man auch mal HSDPA rein. Aber das ist dann so schlecht, das Signal, dass du mit gerade mal lächerlichen 100 kb pro Sekunde surfst. Ja, ich saß da mit einem Laptop, natürlich kein WLAN. Aber ich muss ja E-Mails abrufen. Also Handy, WLAN-Router als WLAN-Router und die perfekte Position gesucht, wo ich möglichst im Raum ein gutes Signal bekomme. Das hat sich daran ergeben, dass ich zwar ein Signal hatte,
wo ich auch eine Stelle hatte, wo ich HSDPA hatte, aber mit einem lächerlichen Balken. Aber ansonsten, das geht einwandfrei. Ich habe es dann wieder umgestellt auf WDCMA und DSM. Sollte man machen, wenn man wirklich viel unterwegs ist, weil sonst hat man wirklich auf Reisen nicht wirklich viel Netz. Allein auf der Autofahrt dahin, ich glaube, ich hatte in diversen Orten nicht wirklich Netz. Also ich habe wirklich die Meldung gekriegt, kein Netz. Aber das ist nun mal normal. Ich sag mal so, seit diesem LTE-Start-Launch ist das Handynetz, das normale, schlechter geworden. Hier zu Hause kein Problem. Hier habe ich die Standard-Empfangsstärke, aber naja. Da habe ich eigentlich auch mit meinem Wi-Fi einwandfreies Netz früher gehabt. Nicht mehr. Das Glück hat man da mal Internet mit Glück, mit Pech hat man mal keins. Aber es zu überleben. Das Handy hat ja genug Spiele drauf, die drauf laufen. Na, Spiele. Ohne Rucken. Ohne Frame-Einbrüche. Och, geil. Und ich kann surfen, Musik und GPS. Drei Sachen gleichzeitig. Ich überlege früher, Wildfire. Übertaktet auf 768. Jetzt übertaktet eben Winamp gestartet, Latitude gestartet und man konnte sich darauf einstellen, es, der Musikplayer ist, hat entweder geruckelt oder das Handy hat sich rebootet. Von dem habe ich jetzt auf den HTC One S bis jetzt nicht gehabt. Ich hatte glaube ich bis jetzt ein Reboot. Aber ich glaube, da hatte ich auch ein halbes Dutzend Apps im Hintergrund laufen, da war wirklich finito. Aber sonst, das Handy ist einmal frei, es läuft schnell. Im großen Display. Nur diese Fotokamera. Die Objekte sollten nicht wirklich weit weg sein. Sonst bringt auch der Zoom nicht. Es krisselt. Ich werde mal versuchen, ob ich da oben oder da oben ein Bild reinhänge. So einen ausgeschnittenen Bereich von einem früh aufgelösten Foto. Wo man selbst auf dem kleinen Display erkannt hat, es krisselt. Aber das ist schon der drin, das Handy soll eben nur für Schnappschüsse sein. Die hauptsächliche Ersatz sollte ja sein, dass es das Ding hier ersetzt. Ich werde das Ding zwar trotzdem mitnehmen, aber ich werde mechanisch erstmal das Ding komplett umstellen, dass es eben auch Fotos macht. Weil dieser Regler hier ist mich im Arsch. Das heißt, ich kann mich entweder, ich kann nicht mehr umstellen zwischen Audio, Videoaufnahme und Fotos und die Fotomodis. Ich muss das Ding auseinandernehmen, einfach komplett noch umstellen auf Fotos, dass es noch Fotos macht und fertig. Dann kann ich das Ding für Fotos nutzen. Und für Videos nutze ich dann sowieso das HTC One S. Hallo, 1080p Video, auch wenn nur 2 Stunden Videoaufnahmezeit. Noch ein Nachteil dieses Geräts ist die Stromhungrigkeit. Man kann rechnen, die Stunde normaler Betrieb gehen so 20% verloren am Akku pro Stunde. Und noch was, das Ding ist auch im Betrieb, man sollte unterwegs ein ordentliches Ausladegerät haben. Ich habe eins, das ist ein günstiges mit 1 Ampere. Ich bekomme im Auto, wenn ich das Handy in der Hand habe und nutze nehme, bekomme ich nämlich, der Ladestrom ist nicht ausreichend. Ich konnte also das Handy Akku zwar, der Handy Akku hat 2 länger gehalten. Effektiv ist aber der Stromhunger um 80% verringert. Das heißt,
pro Stunde Nutzung am Autoladegerät. Okay, das Auto war jetzt nicht an, es war jetzt nur auf Zündung angestellt. Aber es dürfte eigentlich keinen Unterschied machen. Das Handy lädt nicht wirklich übers Autoladegerät. Ich habe mir jetzt ein neues bestellt. Ich habe mir auch heute, gestern Abend, über Amazon sowohl eine Handytasche, ein Flipcase bestellt, wie ein neues Ladegerät mit zwei USB-Ports. Ich hoffe, das Ding taugt was. Weil angegeben sind zwei, die beiden USB-Ports mit 1 Ampere, also 2 Ampere. Ich hoffe, es taugt auch das. Es waren auch andere schöne Geräte dabei. Kleine Geräte. Die Beschreibung ließ sich aber nicht so wirklich gut. Das ist von Geräte von... Das Ding 30 Minuten einwandfrei funktioniert und dann volle 12 Volt auf den USB-Port knallt. What the fuck? Ich will auch mein Handy nicht brutzeln. Ich werde aber das Ding, was ich jetzt gekauft habe, das werde ich erstmal testen. An weniger wichtiger Hardware. Okay, was habe ich am Geräten, die über USB geladen werden könnten? Fällt mir jetzt nichts ein. Egal. Aber hoffentlich taugt das. Das verspricht schon mal mehr. Ich hoffe, es hält auch, was es verspricht. Ansonsten geht es wieder dank des geilen Kundenservice von Amazon wieder zurück. Und ich kriege das Geld wieder. Aber ich glaube, die Tasche hat mich... Insgesamt Tasche und Ladegerät haben mich jetzt 9 Euro gekostet. Versandkostenfrei. Ich bin gut. Das heißt, das Handy ist dann auch geschützt. Sieht gut aus. Auch wenn die Tasche nicht wirklich edel aussieht. Kunstleder. Egal. Hauptsache das Handy ist geschützt. Und es liegt sogar eine Displayfolie bei. In Ordnung. Weniger Fette auf dem Display. Weil das ist auch ein Nachteil. Dieses Display zieht das Fett nur so an. Ein paar Mal drüber gewischt und schon hast du auf dem Display Fett ohne Ende. Das kannst du abkratzen und damit deine Pommes fetten. Flachwitz. Aber ansonsten reicht das Handy für den Deutschen aus. Also für Leute, die sich jetzt kein... Weil auf, ich sag mal so, auf meiner größeren Wunschliste stand eigentlich entweder das HTC One X, beziehungsweise das One X XL, das ist One XL drauf, oder eben das S3. Problem, das XL war noch nicht offiziell verfügbar im Store. Und das S war dann doch ein bisschen teuer. Okay, ich hatte vor dem One S, das war aber noch vor dem Release, hatte ich in meiner Wunschliste auch das Galaxy Note drin. Schön großes Display, aber ich habe mich jetzt eben entschieden, das One S. Warum das One S? Naja, das One V, das kleinere, der ganz kleine Bruder, gefällt mir gar nicht. Zu schwach. Und mir ist das Ende unten unter den Tasten ein wenig zu dick. Wenn er sich ausgewählt, der würde unter den One S erstmal das One X erkennen, aber dann doch das One S wiedererkennen. Weil die beiden sehen sich eben sehr ähnlich. Beim One V eben, man sieht deutlich, dass es ein One V ist. Problem ist eben, auf dem Gerät hier muss ich jetzt eben nur 150 Euro zuzahlen für das Galaxy S3 hätte ich 400 Euro zuzahlen müssen. Vermute ich, weil angegeben ist ja mit 250 Euro genauso wie das, oder war das jetzt nicht, das war ein X, was für 250 drin stand, das muss ich mal nachgucken. Und nachgucken, ich habe alles hier in der Liste drin. Ja, Vorbereitung, Wulles. Genau.
Für Neukunden wäre das Gerät umsonst gewesen, das One S, aber da ich ja schon Bestandskunde bin, muss ich ihm Geld zahlen. Nicht schlimm. So, gucken wir mal zum Angebot. Ja, genau, jetzt muss meine Nase jucken. Ist auch geil. So, also aktuell ist es so, ich muss eben für das One S 150 Euro zuzahlen. Okay. Es ist testsicher bei chip.de im Test vom April. Also für mich vollkommen ausreichend. Eben aber für das One X hätte ich 350 Euro zu zahlen müssen. Das ist ein bisschen zu viel. Diese 150 Euro hier, die ich jetzt für das Gerät gezahlt habe, die haben mir auch ein sehr, sehr, sehr tiefes Loch in die Tasche gerissen. Aber egal. Aber eben für das One S, hätte ich eben ganze 400 Euro zuzahlen müssen. Das tut weh. Und auch da sieht man mal schöne, das Weiß, sofort auf Lager. Blau, Lieferzeit 1 bis 2 Wochen. Naja. Selbst für das Galaxy Note hätte ich 300 Euro zuzahlen müssen. Zwar schön großes Display, aber brauche ich nicht. Das war ein X, also auch das Schiff. Das Einzige, was mich, was jetzt eben anders ist zwischen dem One S und dem One X, ist eben, ich habe nun, das One S hat eben nur ein Dual-Core mit 1,5 GHz. Das heißt, die One X hat ein Quad-Core mit 1,5 GHz. Ansonsten, rein technisch sind sie dieselben, eben nur das Display, was eben der Vorteil ist. Das One S hat ein AMOLED-Display, was eigentlich nur bei Samsung verbaut ist. Mit der Auflösung von 960x540 Pixel. Einwandfrei. Ich überlege, das HTC Vive hatte nur 320x240. Schöner Sprung. Und nach der Vorteil, ist eben, das Display hat, ich habe zwar nur ein 4,3 Zoll Display und das One X hat ein 4,7 Zoll Display, aber eben das One X hat eben dann ein Super LCD 2. Da kommen die Farben eben nicht so ganz so geil rüber wie bei einem AMOLED. Also, eben besser für mich. Aber ich hatte eben den Nachteil, ich konnte beim One S die Farbe nicht aussuchen. Das gibt's nämlich nur in Schwarz. Ich hätte so gerne im Weiß gehabt. Egal, es ist so wie mein One, wie mein HTC Vive in Schwarz geworden. Okay, die Tasche ist auch in Schwarz. Also stört's nicht. Aber es erfüllt seine Anforderungen. Es ist schnell. Es sieht gut aus. Aber ist mir ein bisschen zu schlank. Ich brauche ja eigentlich was in der Hand. Ich habe was in der Hand. Wenn ich jetzt ehrlich bin, ich habe noch mehr in der Hand. Und ich habe noch mehr in der Hand. Meine alten Handys. Ja, alte Handys. Philips Savy, Nokia 3310, Trium Galaxy. Und zwei Motorola C118. Alles meine alten Altgeräte. Ja, auch alle noch ihre Dienste tun, wobei die Dienste durch tun tut nur noch das C118. Alle Geräte sind ohne Ladegerät. Da habe ich die Ladegeräte verschüttet. Ja, auch ich verschüttel mal was, was leider normal ist. Aber sie bleiben als Erinnerungsstücke da, weil ich weiß, sie haben mir auch mal gute Dienste geleistet.
Nur ein Gerät habe ich hier nicht mehr. Das ganz alte Handy. Was noch E-Plus war. Ich glaube, das war das einzige Handy, was ich aus E-Plus-Zeiten hatte. Ja, sehr große Zeit E-Plus. So gut war es, dass ich es im Handy vergraben habe. Nicht im Handy vergraben habe, im Sand vergraben habe. Naja. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, wenn ihr Fragen habt. Ich kann, was ich aber sagen muss, ich kann keine externe Videos sein. Das heißt jetzt Videos, wo ich das One S zeigen kann, da ich für die Kamera keine Batterie mehr kaufe momentan und auch keine Speicherkarte mehr besitze. Oh Moment, mal, da ist eine Speicherkarte drin. Ach so, nur der Adapter, weil ich keine Speicherkarte mehr dafür habe. Weil eben das Ding ist im Defekt und macht nicht wirklich schöne Videos. Hallo, ich habe 1080p. Was soll ich in der Kamera, die nur 640x480 aufnimmt? Und eigentlich sind die Videos, ja, eben, wie ich auch gesagt, vorhin schon gesagt habe, in eigentlich guter Qualität. Wo man sich aber auch gewesen, die Bildhöhe ist etwas mehr als 1080, nämlich 1088 Pixel. Stört weniger, ist nicht ganz so schlimm. Es könnte auch ein wenig Probleme machen. Es könnte. Ich tue die Videos sowieso nachher in den, mein Videokonverter, habe ich dann geschmissen. Muss ich ja sowieso, weil ich habe ja bei dem Video jetzt, bei der Aufnahme starten, muss ich an den Anfangsbereich ein bisschen rausschneiden. Weil das ist ja der Störbereich, da hat man das Kriseln, das Umstellen, die Haltung alles ge gehört. Also das wird ja rausgeschnitten. Ansonsten ist eben der Rest des Videos, das ihr jetzt gesehen habt. Und dass die Videos ja nicht komprimiert. Das heißt, ich werde wahrscheinlich, wenn das wieder hochgeladen ist, habe ich wahrscheinlich wieder Stunden am Hochladen gesessen. Oh Mann, ich brauche eine dickere Leitung. Egal, 16.000, 10.000, 10 zu 1 reicht. Also für mich. Nur mal, ich muss eben beim Hochladen von Videos Geduld mitbringen. Aber dafür habe ich das Handy. Ist ein guter Zeitvertreib. Angry Birds spielen, Food Ninja spielen. Oh, habe ich da schon viel freigeschaltet im Food Ninja. Und die ganzen anderen Spiele, die laufen. Nur eben Minecraft Pocket funktioniert nicht. Ist momentan wohl nicht kompatibel mit Android 4. Und eben World Unicorn Attack ist auch momentan nicht kompatibel. Ich warte auf Updates. Ansonsten, hallo. Musik hören, Radio hören, Spiele spielen, im Web surfen. Geht ja auch noch vom Laptop noch. Ich kann eben nur nichts mehr anderes machen, was Upload-Traffic braucht. Also online spielen, TeamSpeak fällt raus. Ist aber halb so schlimm. Ich habe auch die Browser-Spiele, die funktionieren auch mit einer schlechten Upload-Leistung noch. Ansonsten gibt es was hier nicht viel zu sagen, eben, dass man wirklich für unterwegs noch ein Ladegerät haben sollte. Ich will wahrscheinlich noch kurz bevor der Urlaub losgeht, mir wahrscheinlich noch ein Solarpanel besorgen. Also so ein USB-Solar-Ladegerät. Mit integrierten Akku, dass ich eben das Handy auch unterwegs noch laden kann. Weil das werde ich im Urlaub wahrscheinlich doch eher brauchen, weil ich werde wohl nicht so wie die letzten zwei Male einen Stadturlaub machen, sondern eher einen dörflichen Urlaub. Wahrscheinlich sogar einen Reiterurlaub. Das heißt, ich brauche ein Solarpanel, um unterwegs ein aufgeladenes Handy zu haben. Und eventuell, naja, nee, das gibt's noch gar nicht. Eine schöne große externe Festplatte mit eingebauten Akku, wo ich die Daten per WLAN draufspielen kann.
Weil so wirklich Datentraffic habe ich da unten nämlich auch nicht. Weil da unten im Urlaub gibt es mir einen Nachteil, Datentraffic aufgebraucht heißt Internet aus. Hier in Deutschland heißt Datentraffic lol. Runtergerät. Okay, da wird auch wieder ein Wasser ausgeschnitten sein. Kamera ist voll abgeschaltet. Ich weiß nicht warum. Mir auch geht's zu warm geworden, die LED. Naja. Man sieht mich ja wohl immer noch. Jetzt glaube ich hell genug. Wenn nicht, würde ich das wieder an dem Bereich doch bearbeiten, aufhellen. Nur ja. Ansonsten, das Handy ist für den durchschnittlichen Benutzer vollkommen ausreichend. Man hat immerhin zwei Kameras, man kann Videotelefonie machen und das andere funktioniert auch. Also man braucht jetzt hier nicht ein One X oder ein S3. Hallo, ich kann das Handy unterwegs als Tablet nutzen. Es reicht vollkommen aus, es macht seine Dienste für mich. Hallo, ich war in 1,5 Jahren mit dem Wi-Fi zufrieden. Und ich war da voll frei. Genauso lange zufrieden mit dem Nokia N95. Das Ding hat auch gemacht, was ich wollte. Fotos machen, Videos drehen, im Internet gesurft und GPS-Navigation. Und jetzt hat der Google sowieso noch was Gutes rausgebracht. Endlich eine ordentliche Speicherung für Offline-Maps. Ich hoffe, die ist so wirklich ordentlich so, dass man nicht nur die Karte sieht, sondern auch jetzt wirklich auch mit der Offline-Maps auch wirklich navigieren kann ohne Internetverbindung. Weil eben da unten hat man nicht wirklich überall ein Datenverbindungsnetz. Was nämlich sonst heißen würde, dass ich ein WLAN suchen müsste, von da die Navigation starten müsste und fertig. Jetzt weiß ich, warum Kamera ausgegangen, Licht ausgegangen. Akku fast leer. What the fuck? Das Ding ging doch bis vorhin an da gerät. Okay. Die Taschenlampenfunktion bzw. Beleuchtungsfunktion frisst auch Strom. Wie verrückt. Ja, okay. Ich will jetzt nicht, dass man mir das Handy abschnitt. Ich werde jetzt den Akku komplett aufbrauchen. Das ist kein Problem ist. Wir springen jetzt nicht mal in hohes Tür und machen den Akku komplett nach, lade ihn dann komplett von null auf wieder. Und dann wird das hier runtergeladen und eben hochgeladen sein. Also, wie gesagt, vor ein paar Minuten schon gesagt, wenn ihr Fragen habt zum Handy, Informationen braucht, zum Routen, whatever, könnt ihr mir einen Kommentar schreiben oder eine private Nachricht, whatever. Ihr könnt, falls ihr nützliche Informationen zum One S habt, ich werde es aber ordentlich kontrollieren, könnt ihr auch eine Videoantwort posten. Ich werde aber die Videos kontrollieren, ob das nicht wieder, ob das wirklich betreffend dem One S ist. Und dann, wenn es betreffend ist, dann wird es auch freigeschaltet, wenn nicht, wird es gelöscht. Ihr könnt auch das Video liken, einen Daumen hoch geben und teilen oder Freunden empfehlen. Was mich auch nicht stört, was mir so vielleicht helfen würde, ein bisschen bekannter zu werden. Wobei, Bekanntheit gerade zu haben, ist auch wieder negativ. Objektiv negativ, ja. So, objektiv gut, also objektiv negativ. Ja, okay. Ich ziehe das Video gerade unten in die Länge. Ich hoffe, dass ich sage jetzt mal so, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, es hat euch geholfen. Es hat wieder gezeigt, wie die Videoqualität des One S ist. Wie auch gesehen, wahrscheinlich, ich muss jetzt optisch denken, da unten hier da sehen kann, in 1080p verfügbar ist, weil ich eben 1080p auch aufnehme. Logisch. Ich bin ja zu Hause, da kann ich jetzt die Daten komplett vom Handy runterholen und dann aufs Computer laden. Das heißt, der Speicher ist dann wieder frei. Naja, okay, das Video ist schon zu lang, ich rede zu viel,
Ich krieg schon Halsschmerzen. Ich hab mit mir natürlich nichts zu saufen hingetan. Und dann tue ich das Video hier mal beenden. Und Ende.